أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Ist der Bart im Islam für den Mann Pflicht? Und wenn ja, wie lang muss dieser Bart sein? So heißt es im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu wa arda, der bei Imam Muslim verzeichnet ist: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. Unterscheidet euch von den Götzendienern und kürzt euren Schnurrbart und lasst euren Bart wachsen. Auch heißt es in einer Überlieferung, die Ibn Jarir rahimullah ta'ala überliefert hat, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat gesagt, dass sie Hassan ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sah zwei Feueranbeter. Und sie hatten einen überaus langen Schnurrbart gehabt, jedoch keinen Bart. Und er fragte, wer ihnen dieses befohlen hat. So sagten sie, dass es Kisra war, der ihnen dieses befahl. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Amarani Rabbi an u'fiya lihyati wa u'fiya sharibi. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, so wie Kisra den Feueranbetern befohlen hat, dass sie ihren Schnurrbart wachsen lassen sollten, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Mein Herr hat mir befohlen, meinen Bart wachsen zu lassen und mein Schnurrbart zu kürzen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen langen, dichten Bart gehabt, der ihm bis zur Brust ging. Die Beweise aus der Sunna sind klar und deutlich, dass es ein Befehl ist, wie die Gelehrten das verstanden haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns Männern damit befohlen hat, den Bart wachsen zu lassen. Al-Allama ibn Muflih rahimullah ta'ala sagt im Werk Al-Furu' wa dhakara ibn Hazm al-Ijma' anna qassa sharib wa i'fa' al-lihya fard. Ibn Muflih rahimullah ta'ala, der Schüler von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er sagte, dass Ibn Hazm rahimullah ta'ala den Ijma' festgehalten hat, dass das Wachsenlassen des Bartes und das Kürzen des Schnurrbartes Pflicht ist. Ibn Abdul Barr rahimullah ta'ala hielt diesen Ijma' fest. Beide Aussagen findet man sowohl in Al-Muhalla als auch in Al-Furu'. Ist es erlaubt, eine Faustlänge zu haben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. Und sie sollen dann ihre Unreinheit beseitigen, wie es in der Sura Al-Hajj in der Ayah 29 heißt. So sagte Ibn Abbas radiallahu an, wie bei Ibn Abi Shayba und Ibn Jarir fit Tafsir überliefert ist, über diese Ayah, sie sollen ihre Unreinheit beseitigen. Er nannte folgende Punkte dazu: Halakul Ra's, das Rasieren des Kopfes, ونتف الإبط وحلق العانة, das Entfernen der Achsel- und Schamhaare, وقص الأظفار, das Kurzschneiden der Fuß- und Fingernägel, والأخذ من العارضين, und das Nehmen von den beiden Wangen, was hier den Bart bedeutet. Das ist die Erklärung von Ibn Abbas radiallahu anhu wa arda gewesen. Dieses ist authentisch überliefert in As-Silsila Al-Da'ifa, hat Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala diese Überlieferung erwähnt und sie als sahih gezeichnet. Ebenfalls hat Muhammad ibn Ka'b al-Quraizi diese Ayah so erklärt. Von Mujahid wurde ebenfalls etwas Ähnliches berichtet. Wa kana ibn Umar idha hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi fama fadala. Ibn Umar pflegte, wenn er die Pilgerfahrt, den Hajj oder die Umrah vornahm, sein Bart
zu greifen und das an Haar abzuschneiden, was über seine Faustlänge hinausragte. Und es ist auch authentisch überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu arda von seinem Bart genommen hat, sprich, was über der Faustlänge gewesen ist, was Ibn Abi Shayba überliefert, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, dass diese Überlieferung Hassan ist. Ibn Abi Shayba sagt in Al-Musannaf, viele Salaf-Gelehrte betrachteten das Kürzen des Bartes unter einer Faustlänge als erlaubt. Unter ihnen Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim al-Nakhai und andere. Alles, was unter einer Faustlänge ist, darf man vom Bart nicht wegnehmen. Es heißt im Buch Ad-Durri al-Mukhtar, welches auf der hanafitischen Rechtsschule aufbaut, وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٍ. Was das Kürzen unter einer Faustlänge des Bartes anbelangt, so hat niemand dieses erlaubt. Die Überlieferung bei At-Tirmidhi, wo über den Propheten Muhammad s.a.w. berichtet wird, كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا, dass der Prophet Muhammad s.a.w. von seinem Bart, von der Breite und der Länge abgeschnitten hat, so ist diese Überlieferung sehr schwach. In Al-Mizan heißt es, dass die Hadith-Gelehrten die Person Ibn Harun, der in der Überliefererkette vorkommt, als schwach einstufen. Dieses wurde von Abu Dawud, Ad-Daraqutni, An-Nasa'i, Yahya ibn Ma'in, Ibn Mahdi und andere so gesehen. Und auch sagt Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala im Werk At-Taqrib, dass dieser Ibn Harun, einer der Überlieferer in der Überliefererkette, schwach ist, so dass diese Überlieferung nicht authentisch ist und nicht als Beweis genommen werden kann. Gibt es Situationen, wo man den Bart abrasieren darf? Dazu sagen die Gelehrten wie Ibn Qudama al-Maqdisi rahimullah ta'ala in seinem Werk Al-Mughni drei Zustände, drei Dinge müssen hier übereinkommen, damit man den Bart abrasieren darf. Und es geht hier darum, dass man dieses nicht freiwillig macht. Eine der drei Dinge ist, an yakuna min qadir, dass derjenige, der einem etwas androht, auch in der Lage ist, dieses zu vollziehen. Und das zweite, an yagliba ala dhannihi nuzulul wa'idi bih, dass mit großer Sicherheit der Person etwas angetan werden kann, wenn er nicht den Forderungen nachkommt von der Person, die ihn bedroht. Und das dritte, an yakuna mimma yastadirru bihi dararan kathira, kal qatl wal darb shadid wal qaid wal habs tawil, fa amma ash-shatm was-sab falaysa bi-ikrahin. Dass die angedrohte Strafe eine schwere Strafe ist, wie zum Beispiel, dass man getötet wird oder sehr hart geschlagen wird, dass man für lange Zeit in das Gefängnis geht. Was aber das Beschimpfen oder Verfluchen angeht, so ist dieses keine Rechtfertigung, sein Bart dafür abzurasieren, so fällt dieses nicht unter dem Zwang. Es ist verpflichtend, den Bart wachsen zu lassen für den Mann, und darüber haben alle Gelehrten übereingestimmt, alle Madahib haben darüber übereingestimmt. Es gibt ein Ijma' und jedermann muss dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leisten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Was euch der Prophet Muhammad s.a.w. gegeben hat, so nimmt es von ihm an, ein Befehl. Und was er euch verboten hat, so haltet euch davon fern und fürchtet Allah. Allah ist streng im Bestrafen. So wurde die Ayah beendet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.